Was ist denn hier los? Okay. Eine Karte. Ja, hier ist aber bestimmt irgendwo ein Token drunter. Gut. Glasscherben, okay. Aber zum Aufdrehen müssen wir erstmal gucken, was das zu bedeuten hat. Okay, das kriegen wir nicht weg. Token gefunden. Gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal alles so mit. Okay, hier ist nichts dran. Okay, ich dachte schon, weil die einzeln gesetzt wird, dass da jetzt vielleicht was dran ist. Okay, wir haben die Power aufgemacht. Karten programmieren, Schlüsselkarte. Ah. Beschädigt. Ach, okay. Okay, okay. Für irgendwas hier müssen wir wieder... Da können wir nichts reinsetzen. Token kleiner gleich 2. Okay. Ist das ein Hinweis auf den Token oder wie? Ich habe keine Ahnung. So, da ist auch mal irgendwas. Achso, das sind nur die Glasscherben. Nehmen wir die mal mit. Kein Strom. Oh. Okay. Ein Token. Irgendwie macht das Ding nichts. Top. Kann ich das irgendwo hier verwenden? Kann ich das hier drauflegen? Dann kommt da nichts mehr raus. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Dann nehmen wir das mal mit. Ah, okay. Was haben wir hier noch? Ach, Glas, okay. Ich dachte noch was Wichtiges. Oh. Hallo. Kein Strom. Ja, wir müssen Strom wieder anschalten. Aber es ist immer noch kein Strom, ne? Weil... kaputt. Oh, warte mal. Metall einlegen. Na gut, können wir jetzt gerade eh nichts mitmachen. Anscheinend. Na? Okay. Wir lassen es mal drin, kurz. Wir müssen den Strom wieder in Gang kriegen. Das lassen wir mal aus. Normalerweise könnten wir hier... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, normalerweise könnte man da hier... Muss das dafür an sein? Was?
okay. Das ist schon sehr dumm. Naja. Wir haben hier auch nichts zum Eingeben, ne, für die Schlüssel. Oh, warte mal. Ja, okay. Gut. Was haben wir hier? Schubdüse, was war das? Kegel. Okay. Oh, hier haben wir was zum Festmachen. Bin mal gespannt, ob wir die brauchen. Da ist doch... Ich wollte gerade sagen, hier in dem Schrank ist doch safe mindestens ein Token. Hier haben wir die Schlüsselkarte. Alter, das wäre auch noch was. Der Metallsynthesizer ist ein Replikator, der Metallschrott in Kunstwerke verwandeln kann. Das Ausgangsmaterial muss aus reinem Metall bestehen und klein genug sein, um die Öffnung des Schachtes zu passen. Wir merken, jeder kann. Der Slot besteht aus zwei Teilen: Fülltyp, voll, leer oder. Ah, okay. Mit Vollmaterial füllen, mit porösem Metall füllen. Die erste Zelle mit Vollmetall erfüllen. Anzahl, wie oft die Anweisung ausgeführt werden soll, 0 bis 9. Okay. Ah, okay. Wie kommen wir hier unter den Boden? Okay, so. Ich will hier aber überall drunter gucken. Ah. Da könnten ja auch Token sein, ne? Ah, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, ich muss die nochmal hochheben, weil vielleicht sind auch da drunter welche. Ist ja interessant hier, ne? Er wirft das Ding immer weg. Er macht es von selbst, also. Okay, hier haben wir noch so eine Sicherung. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was er macht. So, die Sicherung müssen wir hier reinpacken. Also wir mussten tatsächlich... Ja, jetzt war ich wieder voreilig. Tatsächlich alle aufmachen. Okay, hier ist aber auch kein Dings mehr. Hier ist aber noch eine Sicherung. Wofür? Was sagt eigentlich die Zeit? 6 Minuten, na, okay. So, kein Metall. Der Kegel, der war hier komplett, ne? Okay, dafür brauchen wir das hier. Ne, das sind Schubdüsen, das ist der Kegel. Hier steht kleiner gleich 2. Hier. Ne. Hier, auslesen mussten wir. Okay. 011 212 012 011 oder 011 2 haben wir hier. Hier muss in der Reihe ist noch eine 1 und hier ist noch eine 1 drin. Okay, okay. 1-0, okay, das hilft uns auch schon mal weiter. 1-0, weil hier ist dann eine 0.
Hier war eine 2, ne? Das heißt, hier muss die 1 hin. Glaube ich. 2, 1, ja. Unten ist die 2, okay. Unten ist noch eine 2. Jawohl. Gut. Karte haben wir. Ich weiß nicht wofür, wenn ich ehrlich bin. Wir haben aber eine Karte. Noch 4 Minuten 20 Zeit. Okay, und das ist hier tatsächlich... Oh, kleiner gleich 2. Ach, das... Ah, okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4. Leer. 1 leer und dann 4 mal das. Da müssten wir einen Kegel haben. Okay, ich weiß nicht, was wir damit machen können. Irgendwas wird es sein. Naja gut. Erstmal weiter gucken. Wir haben ja noch mehr Metall. Dann machen wir jetzt mal das hier. Also. 1. 1. Hä? Das kann doch gar nicht so stimmen. Ah, oh, das wird jetzt hier wieder so eine Sache. Was macht das? Okay, okay, okay. Gut. Für die Mitte könnten wir das machen, aber nicht für außen. Oh, warte mal. Wenn wir das alles voll machen, dann ist ja jetzt invertiert. Das heißt, wir machen hier 9. Und dann machen wir hiermit nochmal 9, weil anstatt dann das ist dann hier... Anstatt hier voll ist das leer. Voll leer, voll leer, voll... Könnte sein, ne? Ja, habe ich mir gut gedacht, aber... Ist anscheinend nicht so. Ich guck mal, nochmal. Nee, das ist das gleiche, okay. Das ist das Gleiche. Oh, warte mal. Oh, warte mal. 9 mal voll. Dann haben wir alles voll. Dann einmal leer. Und dann 8 mal das. Könnte jetzt funktionieren. So nämlich. So nämlich. Ach, warte. Vorher mal gucken. Ne, ist nichts dran. Was müssen wir damit jetzt machen? Und da ist die Zeit vorbei. Schade. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen müssen, ne?
Also. Oh, okay. Ja, chill mal. Ah, guck mal. War ja klar, ne, dass das da drin ist. Oder? Naja. Anscheinend nicht. Oh, jetzt brauchen wir die Karte hier. Sechs von acht Token und wir haben nicht den, den Pokal bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Level direkt nochmal.